Die Striezelwache ist sozusagen einerseits ein Anlaufpunkt für die Besucher des Marktes, die quasi hier sich informieren können bei Anliegen über Sicherheit und Ordnung oder wenn jemand irgendwas verloren hat oder einen Kindersicherheitsband zum Beispiel abholen möchte, die können gerne herkommen und bekommen dann hier auch weitergeholfen. Und für unsere Kollegen ist es auf jeden Fall auch eine Art Rückzugsort, wo sie sich mal kurz aufwärmen können, einen Kaffee trinken können. Also die ganzen Streifenteams werden dann hier koordiniert von einem Wachhabenden. Der sitzt quasi die ganze Zeit zu den Öffnungszeiten in der Striezelwache. Das heißt, es ist immer jemand da, der ansprechbar ist und wird dann halt quasi ab Öffnung bis zum Schluss die Hütte betreuen sozusagen und damit auch für Anliegen der Besucher da sein. Die Striezelmarktzeit ist schon was Besonderes. Dieser eine Monat quasi, wo wir den Striezelmarkt gezielt betreuen, ist schon eine Abwechslung für das Kollegium, da wir hier mehr positives Feedback von den Besuchern oder von den Besuchern der Stadt Dresden erfahren und wir auch teilweise andere Aufgaben mit übernehmen. Ja, wie zum Beispiel, wir sind jetzt nicht das ganze Jahr über das klassische Fundbüro, wo wir quasi Fundsachen entgegennehmen. Das fällt zwar im allgemeinen Dienstalltag mit an, durchaus das ganze Jahr über, aber hier ist es halt ein bisschen intensiver. Die Gerüche sind für die Kollegen mal was anderes. Die Weihnachtsstimmung wird schon vorangetrieben. Und was auch gut ist und auch fürs Kollegium, dass die zum Beispiel die Englischkenntnisse wieder aufgefrischt werden. Da wir auch vieles internationales Publikum haben. Und da merkt man schon, oder ein oder andere Kollege, dass im Laufe des Jahres da was abhanden kommt. Deswegen ist es ganz gut in der Striezelmarktzeit, dass die Leute dann auch mal wieder Englisch sprechen müssen. Kuriose Dinge, ja, also zurzeit, dieses Jahr ist es im Moment noch sehr verhalten. Wir haben keine besonderen Einsatzmaßnahmen zurzeit, aber durchaus haben wir schon, wurden uns zwei Eheringe gebracht als Fundsache, wo man sich fragt, okay, wie kann man jetzt einen Ehering verlieren? Ein freilaufender Hund hatten wir schon direkt auf dem Striezelmarktgelände, den wir auch eingefangen haben und dann dem älteren Frau schon wieder zuordnen konnten. Ansonsten Kinder, verloren gegangene Kinder, das ist immer regelmäßig der Fall, auch die letzten Jahre. Wir hatten schon dieses Jahr 5 Kinder, die vermisst wurden, wo wir dann auch erfolgreich quasi mit den anderen Institutionen die Kinder zuordnen konnten und die wieder den Eltern übergeben konnten. Und dafür haben wir auch sogenannte Kindersicherheitsbänder. Und das passiert manchmal schneller als gedacht. Man muss deswegen nicht immer gleich sagen, man ist jetzt nur Abendeltern, sondern einfach in dem Gedränge, gerade am Wochenende, wo der Striezelmarkt sehr gut besucht ist, kann das durchaus passieren, wenn man sich mal kurz umdreht, dass auch das Kind dann verloren geht. Und da macht sich das immer ganz gut. Da kann dann quasi derjenige, der das Kind findet oder das Kind kommt irgendwo hin, sieht dann sofort, okay, hier, ich habe ein Armband drum, hier steht eine Telefonnummer drauf, rufe ich dann die Eltern an und dann ist das eigentlich eine praktische Geschichte.